Nach dreijährigem Militärdienst müssen israelische Männer ihre Familien und Arbeitsstellen verlassen, um jedes Jahr 42 Tage Ersatzdienst zu leisten. Dies ist die Geschichte über Hauptmann Amir Zohar, der am 1. November 2000 zum Reservedienst in die Armeebasis am Elisha-Fluss abkommandiert wurde. An jenem Abend griffen Palästinenser die Basis an und während des Verteidigungskampfes wurde Amir, der die Einheit befehligte, getötet. Es war ungefähr hier. Amir, so glaube ich, stand hier. Ja, ungefähr. Alles hat sich hier verändert, doch ich glaube, hier ist gefallen. Es war ein Dienstag, um 17:45 ungefähr, sechs, sowas. Amir versuchte eine halbe Stunde, 45 Minuten den Angriff abzuwehren, als er seinen Kopf erhob und schrie, ich bin verletzt und brach zusammen. Und als ich sah Amir, war die Gegend beleuchtet, so konnte ich sein Gesicht sehen. Er lag auf dem Boden, er schrie nicht, ich sah, er war still, als sei nichts geschehen, doch er bewegte sich nicht und ich wusste, etwas ist passiert. Entweder ist er schwer verwundet oder sogar tot. Ich erinnere mich, dass meine Eltern die gebügelte Uniform am Samstagabend brachten. Ich sagte zu Amir, hör mal, du musst ihnen sagen, dass sie mir helfen müssen. Komisch. Als hätte ich geahnt, dass etwas geschehen würde. Den eigentlichen Sinn versteht man erst im Moment der Wahrheit. Es war eine furchtbare Nacht. Der Weltuntergang. Nein, unmöglich zu erfassen. Man sagt Weltuntergang, es ist wirklich ein Weltuntergang. Es ist ein Weltuntergang. Nein, nichts gibt es danach. Es gibt viele angenehme Erinnerungen. Sehnsucht bleibt für immer. Mami, wer ist älter, ich oder Alon? Du kamst eine Minute früher auf die Welt. Wer ist aber älter? Ihr seid beide gleich alt. Nein! Genug, Tamar, ihr seid gleichaltrig. Ihr seid Zwillinge, ihr wart in meinem Bauch gemeinsam und wurdet gemeinsam geboren. Komm schon, Tamar, was soll's? Du bist eine Minute älter. Siehst du, ich bin älter. Amir war der Sohn einer Pionierfamilie im Kibbutz Gal'on. Sein Großvater Moses konnte den Nazis entfliehen und gehörte zu den wenigen Gründern des kleinen Kibbutz, der es schaffte, in gutem Verhältnis mit den benachbarten arabischen Dörfern zu leben. Zohar. Amir Zohar steht auf der persönlichen Karteikarte. Die Akte beinhaltet alle persönlichen Daten der im Kibbutz geborenen Kinder. Ein Karton mit denen, die im Kibbutz blieben. Ein anderer Karton mit denen, die den Kibbutz verlassen haben. Thank you.
Kibbutz Galon wurde als neue Gesellschaft angesehen. Wir wollten eine Gesellschaft von Neueinwanderern sein. Das Kibbutzleben war schwer. Es war eine Wildnis, eine wahre Wildnis, voller Höhlen und Schlangen. Wir hatten kein einfaches Leben. Doch wir waren glücklich, in Israel zu leben und den Nazis nicht in die Hände gefallen zu sein. Amir und Orly waren auf fast allen Friedensdemonstrationen. Sie identifizierten sich immer mit dem Friedenslager. Und wir wunderten uns nicht, als Amir in das Dorf zur Bahar ging, um mit dem arabischen Dorfvorsteher zu reden. Im Gegenteil, das war typisch für Amir. Er hat nie versucht, auf der Seite von den Extremisten zu sein. Er war ein Mann von Kompromissen. Das hatte er von seinem Großvater. Sein Großvater war jahrelang der Kibbutz-Verwalter. Er lehrte ihn, immer erst zuzuhören und dann zu sprechen. Was immer er auch machte, erst soll er zuhören, was der andere zu sagen hat. Ich habe dieses Bild vor Augen vom Winter, als wir unseren Eltern gegenüber wohnten. Ich weiß nicht wie, doch ein arabischer Waisenjunge trieb sich in unserem Wohngebiet herum. Es war eisig kalt, es schneite. Wir nahmen ihn auf. Er war bis auf die Knochen durchgefroren. Schließlich brachten wir ihn zum Waisenhaus, das sich im östlichen Teil der Stadt befindet. Ich erinnere mich, wie wir wärmten ihn, als ob er einer von unseren Kindern sei. Das war für uns selbstverständlich. So wuchs er auf. So wuchsen wir auf. Es ist selbstverständlich. Wenn dir ein menschliches Wesen gegenübersteht, dann behandelst du ihn als ein solches. Egal, wer er ist oder wie gefährlich er dir sein könnte. Das heißt, in diesem Moment ist er ein Mensch, der Hilfe bedarf. Kurz vor Amirs Tod war die Atmosphäre um Jerusalem gespannt und feindselig. Amir, der gesellschaftlich aktiv war und der jüdischen Tradition Tikkun Olam folgte, was die Welt verbessern bedeutet, veranstaltete Friedenstreffen zwischen Arabern und Juden. Ein Tag der Versöhnung zwischen Juden und Arabern in Jerusalem. Die jüdischen Amoner Zielvertreter treffen sich mit den Bürgern von Zur Bahar. Vor einer Woche wurde in diesem Ort, der zwei Nachbarschaften teilt, Molotow-Cocktails geworfen. Beide Seiten bewarfen sich mit Steinen. Die Koexistenz war gefährdet. Nun wollen sie den Extremisten beweisen, dass es auch anders geht. Amir möge in Frieden ruhen, nahm das Tablett mit den Süßigkeiten und reichte selbst den Araben und Juden. Er fühlte sich wahrscheinlich für die wahre Koexistenz von Anfang an verantwortlich. Ich hatte Tränen in den Augen. Zweifellos kann ein solches Treffen beider Seiten der Grenze, dieser imaginären Grenze, die nicht existiert, da die Häuser sehr eng aneinander gebaut sind, eine richtige Atmosphäre für ein zukünftiges Zusammenleben schaffen. Ich verlasse jeden Morgen das Haus gegen 9 Uhr, stehe am Türeingang, wo sie reingekommen sind. Ich stehe dort und denke an Amir. Gäbe es einen, der eine Einigung erreichen und den Konflikt lösen könnte, diese historischen Grenzen, diese Spaltung zwischen den beiden Völkern zu überwinden, so wäre es Amir. Es ist immer noch mein Land, Israel, und es ist nicht die Schweiz. Die Gefahr lauert andauernd über unseren Köpfen. Solange diese Gefahr besteht, müssen wir unsere Uniformen anziehen. Einige von uns für 2 Wochen, andere für 1 Monat oder sogar länger. Zu einem Soldaten werden. Ganz einfach so. Nicht zu vergessen, dass wir
die Reservisten dort sind. Leute, mit denen du arbeitest, Restaurant sitzt oder ins Kino gehst. Die Uniform macht uns nicht zu blutrünstigen Ungeheuern oder so. Wir sind IDF-Soldaten, Reservisten. Wir sind Menschen, die ein ziviles Leben führen. Zivilisten in Uniform, in besonderer Mission, dem Alltag grundverschieden. Doch trotz allem sind wir immer noch Menschen. Für mich war dieser Reservedienst ein Albtraum. Ein wahrer Albtraum.